Hallo zu einem Video, in dem wir Let's Play Train Simulator 2015 spielen. Heute auf der Strecke Köln-Koblenz mit dem neu erschienenen Stadler GTW von Chris Trains. Ja, das ist ein neu erschienener Zug von Chris Trains mit Avira, so heißt glaube ich die Zuggesellschaft, die es leitet. Oder tue ich mich da vertun? Die holländischen Zuschauer, die können das ja mal beantworten. Das ist der neu erschienene Stadler GTW. Ich kann euch mal zuerst die Hupe zeigen. Die klingt so. Und das ist dann noch das zweite Horn. Hört ihr, es ist ein bisschen höher. Tief, hoch. Jetzt gehen wir mal in den Führerstand. Hier. Also die Türen sind noch zu. Hier ist die Bremse, das ist aber eine andere Bremse, das ist der Fahrtrichtungswender, hier, sehr schön, geben wir ihn mal 100% nach vorne, dann können wir die Zugbremse, also die Steuerbremse, Motorbremse auf minus 10%, dann schalten wir mal hier das Licht ein, genau. So, was haben wir hier noch? Mit Öl tun wir sie anlegen. Mit Ü wieder aus. Ist ganz einfach. So. Haben wir 0. Jetzt ist ja auch schon das Licht an, was wir hier angeschaltet haben. Dann öffnen wir mal wieder mit T die Türen. So. Hier werden die Türen geöffnet. Wir stehen jetzt im Kölner Hauptbahnhof auf Gleis. Lass mich schnell gucken. Gleis 9. So wie es aussieht. Soweit ich weiß, ist das ein. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Ich verstehe es. Hier steht man in der Strecke Köln-Düsseldorf. Fährt man dann hier rüber. Zu der Gamescom fährt man hier rüber und dann geht es hier direkt in die andere Richtung. Die Türen blinken hier und jetzt ist das Fahrsignal. Und wir schalten noch mit U hier diese Geschwindigkeitsbegrenzung ein. So eine Art Geschwindigkeitssiefer. Dann geben wir auch mal Gas. Wir geben mal so um die 50. Da seht ihr auch die Beschleunigung. Ich finde die ganz gut, also für 50%, wir geben mal ein bisschen mehr Gas. Wollen ja nicht ganz langsam abfahren, wollen ja auch irgendwann nochmal in Koblenz ankommen. Also nicht Koblenz, sondern wir hören mal wieder auf der Strecke auf, sonst ist es einfach zu lang. So, wir dürfen hier jetzt 40 fahren und dann gehen wir auf 10%. Und dann, seht ihr, ist der Cruise-Mode drin. Also eine Art, der hält jetzt die Geschwindigkeit, aber... Warum wird er schneller? Das verstehe ich nicht. Hier geht es nicht bergab. 10% Cruise. So, jetzt müsste er es halten. Jetzt hält er genau die Geschwindigkeit, also genau 39,4. Hält er jetzt, ja, hier ist so Köln, also Kölner Hauptbahnhof. Hier ist jetzt schon Köln West wieder der Bahnhof. Der Zug ist ja von Chris Trains. Ich war ja in den Ferien in Holland. Da habe ich ihn auch einmal gesehen. Mitten auf der Fahrt auf der Autobahn habe ich ihn gesehen. So, hier dürfen wir 70 fahren. Mal gucken, ob wir das auch schaffen noch. Bis zu 80. Und das schaffen wir, glaube ich, auch noch. Ja, das schaffen wir. 80 km/h sind erlaubt. Und jetzt gucken wir uns den auch mal noch von außen an. Das ist der... Schön designt, wirklich schön, muss ich sagen. Chris Trains, du hast das sehr gut gemacht. Sehr toller Zug, schön neu. Hier das niederländische Design von dem Stadler GTW. Sehr schön hier auch innen. So sehen die Sitze im Regio-Doppeldecker mit der BR 146.2 aus.
so bei uns zum Beispiel, vielleicht kennt ihr den, es gibt ja zwei verschiedene. Es gibt ja einen in, wie heißt es nochmal? So, wir können jetzt auch nochmal auf Cruise nochmal setzen, auf den Cruise-Mode, weil da erreichen wir schon Köln-Westbahnsteig 1. Meine Damen und Herren, wir erreichen Köln-Westbahnsteig 1. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ich hoffe, das stimmt auch. Ja, wir erreichen Köln-West, wie wir sehen. Ich habe jetzt noch hier die Geschwindigkeit, weil der hat eine sehr starke Bremsung. Deshalb können wir einfach diese Geschwindigkeit dann halten und fahren hier schön in den Bahnhof mit schönen 55 km/h. Wie ihr seht, der bremst richtig krass. Richtig krank bremst der. So, und da sind wir auch in Köln-West erreicht, Bahnsteig 1. Türen auf. Hier ist auch immer die Anzeige, wo es dann aufgeht. Das weiß ich nicht so richtig. Ich habe mal die Akademie gespielt hiervon, von dem Stadler. Und der Chris Trains ist ja Holländer. Und dann war die ganze Akademie, wie sie es einem erklären, auf Holländisch. Ich habe nichts verstanden. Auch nicht im Lesen. Keine Chance. Die Türen blinken. Da sind sie schon zu. Sie blinken noch so. Und dann fahren wir auch mal los. 65%. Wird auf 90 fahren. Ich glaube, das heißt hier nächste Signalgeschwindigkeit. 130. Wir dürfen mit dem Zug maximal 140 km/h fahren. Also können wir jetzt nicht die schnelle Geschwindigkeit erreichen, die höchste. Das ist das ja, das niederländische Design, das finde ich sehr toll gestaltet. Vielleicht mache ich nochmal ein Let's Play über dann den anderen. Also über den, wie heißt er, Turbo. Das ist der gleiche Zug, nur im Schweizer Design eben. Turbo heißt es. Und dass hier das Lokführerhaus ganz anders ist, dass hier die Türen anzeigen sind und alles. Und naja, vielleicht machen wir noch ein Let's Play drüber, wer weiß. Wir könnten wahrscheinlich in den Cruise Mode gehen. So, das ist doch. Oh. Was? Wir haben eine Zwangsbremsung riskiert? Was geht jetzt ab? Och nee. Tut mir leid. Aber wir fahren natürlich gleich wieder weiter nach der Zwangsbremsung. Mal schnell wieder die Bremse lösen. Gut. Meine Damen und Herren, wir haben eine Geschwindigkeitsüberschreitung gemacht. Bitte keine Panik, wir fahren sofort weiter. Okay, dann fahren wir auch mal weiter. Die Fahrtrichtung könnten wir nochmal einstellen. So, dann geht's auch wieder weiter. Es tut mir jetzt echt leid, aber man muss hier die Signale alle auswendig können und das ist echt ein bisschen schwer noch. Also tut mir echt leid mit der Zwangsbremsung, aber kann ja mal passieren. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht weiter vor. Wir gucken jetzt auch immer hier drauf. Nächste Signalgeschwindigkeit 80. Also müsste es hier, glaube ich, sein. Nee, hier ist das nächste. Ja, also immer hier zeigt es einem an, was man dann als nächstes fahren darf. Wir erreichen Köln Süd Bahnsteig 1. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Links. Jetzt, genau. Hehehe. Bremsen wir. Ach, ist das einfach, mit dem Zug zu fahren. Was steht denn da hinten? Oh, eine schöne Diesellok. Aber du könntest mal fahren. Das wäre anständig. Türen öffnen. Ach, ich mag diese Ansicht hier so. Die finde ich einfach toll. Köln Süd, Bahnsteig 1.
Ja, können wir mal gucken, wer alles einsteigen will. Du willst einsteigen? Dann beeil dich aber. Sonst gehen die Türen gleich zu. Sehr schön. Du könntest das noch schaffen. Nein, Pech gehabt. Tut mir leid. Dann wartest du eben auf den nächsten Zug. Naja. Pech gehabt. Naja, kann ja mal passieren. Mir ist schon mal passiert, ich musste mit dem Zug fahren. Und dann ist der Zug aber um 52 gefahren. Ich habe gelesen, er wäre um 46 gefahren. Und da waren wir so, da war ich so knapp dran. Und dann, wo bleibt denn der Zug? Und dann steht da Abfahrt 52 und nicht 46. Ich habe mich voll vertan. Na toll, dann muss ich noch auf den Zug warten. Ach, kann ja mal passieren. So, das reicht jetzt mal. Warum funktioniert dieser Cruise Mode nicht? Beim Abgang, glaube ich, funktioniert er eh nicht. Hier steht schön 80 angeschrieben. Ich darf mit 140 fahren. Das nehmen wir doch gerne. Das ist ja auch die Höchstgeschwindigkeit, die wir fahren dürfen. Ja, 140. 160 dürfen wir leider nicht mehr fahren. Ihr seht es ja hier. 140. 140! Was soll dieses V-Max heißen? Maximale Geschwindigkeit 140. Vielleicht ist das V irgendwas auch auf Holländisch. Wer weiß. Hier sieht die Ansicht ja ziemlich langsam aus, aber so sieht sie irgendwie schneller aus. Viel schneller, oder? Könnt ihr mir in die Kommis schreiben, was ihr mehr findet. Sieht so schneller aus oder so. Also ich finde, so sieht schneller aus. Wieso? So, 5, 4, keine Ahnung, was das jetzt heißen soll. Keine Ahnung. Oh, wie lang ist das Let's Play jetzt eigentlich schon? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wir haben 120 km/h erreicht. 6-0, keine Ahnung mal wieder. So, da ist ein Bahnhof daneben. Den gucken wir uns doch mal auch schnell an. Wir können noch ein bisschen beschleunigen. Hoffentlich riskieren wir dann keine Zwangsbremsung mehr. Oh. Wow. BR101. Und nochmal BR101. Und das ist eine BR294. Haha, habe ich gerade gelesen. Oh, wie schön. Ein Kran, ein Verladekran für die Züge. Da sollten die nicht mit 140 durchrauschen. Vielleicht schaffen wir es noch auf. Ach, gehen wir mal ganz das. Noch 140 km/h erreichen. Yes. Wir haben es geschafft. Hui. Da kommt auch schon unser Bahnhof. Ich hoffe, ich schaff's mit dem Bremsen. Das schaffen wir nicht mehr. Ich bin schlecht im Bremsen. Was meint ihr? Nein, wir können sogar noch locker schaffen. Oh Mann, ich habe schon zu früh gebremst. Ich kann es nicht glauben. Naja, das hat mit der Bremsung noch dann doch noch ganz gut geschafft. So, und stehen bleiben. Türen auf. Ich hätte schon gedacht, wir tun durchrauschen. So, dann gucken wir uns gleich auch mal hier den Bahnhof an. Oh, schöne IC-Wagen. Bin noch nie mit dem IC gefahren, sollte ich aber mal. Das ist ein alter Zug, das sieht man. Hier sind noch diese Gänge. Hier sind diese Abteile. Was ist das hier für ein Wagen?
Ja. Hallo. Oh. Ein Dreisitzer. Höchst interessant. Die Türen gehen gerade zu. Und wir müssen weiterfahren. 64%. Los geht's. 9-4. Was soll das jetzt wieder heißen? Oh, hier stehen Fahrräder. Ich habe noch nie einen Train Simulator. Ach, Entschuldigung. Fahrräder gesehen. Heute habe ich einen Hicker. Einen Schluck auf. Hier 16. Oh Mann, der Zug ist schneller wie wir. Aber das wird sich gleich ändern. Haha. Und vorbei. Was ist mit einer Kameraansicht? Ich fahre ja gern mit der minimalen Anzeige. Aus oder voll mag ich nicht. Ich mag es eher so. Immer diese Ansicht. Ich mag diese Ansicht nicht. Yes! Das ist sie. Ja, hat nicht geklappt. Nein. Yes. Jetzt. Ach, was ein schöner Zug, dieser Stadler. Da gibt es ja auch noch die Dieselformation. Wir haben hier die Elektro-Edition sozusagen. Ich habe den mir ausgewählt. Für diese Strecke, das passt doch irgendwie besser. Was meint ihr? Ich finde das irgendwie besser. Hier, an diesen Zug. Diesen Zug hier, mit der Diesel Edition, kann man auch auf Sherman Hill fahren. Eine amerikanische Strecke. Da, wo es eben nichts gibt, außer Trockenwiese, so wie da. Nur, dass da keine Strohballen liegen. Die sehen total echt aus. Und was ist da hinten? Eine Hochspannungsleitung. Hallo. Und du endest hier? Und wo ist hier ein Haus? Also ich sehe nur ein Feld. Naja. Oh, Bahnhof, 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 Bahnhof. Schaffen wir es zu bremsen? Wir geben nicht zu viel Gas. Wir bremsen bei 50, würde ich sagen. Also bei 500 Meter davor. Ah, ich kann gar nicht hingucken. Ich kann gar nicht hingucken. So, jetzt können wir mal bremsen, oder? Ja, das passt dieses Mal. Hoffentlich. Mann, immer bremse ich zu früh. Zum Kotzen. Echt bei 50, aber dann wirklich 50% und dann stehen wir aber schön im Bahnhof. So. Noch etwas weiter. Komm, 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 komm. So. Türen auf. Ja, schön. Schön, schön. Und was ist das? Brühl, Bahnsteig 1. Okay, dann gucken wir doch uns was in Brühl um. Das sieht ja mal stylisch aus. Oh, ein Tunnel aus Gras, wie schön. Was? Vorbei. Ja, komm, ich erwisch dich. So wie bei The Story of Forest Rail. Ach, diese schöne japanische Strecke. Da habe ich auch noch ein Video drüber. Könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, es geht weiter, oder? Ja. Dann fahren wir los. Ich mag diese Innenansicht so. Aber die haben nicht so Vierersitze. Ist euch auch aufgefallen? Ja, ich kann euch rüber gucken. Komm, okay. Was heißt das? Dienst. Das ist holländisch.
Ach, die war's. Ich glaube noch 6 Kilometer fahren wir. Hier bei 70 machen wir dann auch schon wieder dieses schöne Video zu Ende. Na, ist das schlimm? 15,4. Das ist doch schön, diese Strecke. Wir können mal was mehr Gas geben oder machen wir mal 100%. Ich finde, wir sind ziemlich schnell schon. Nur, dass bei uns nicht dieser Seehass hier fährt. Ja, bei uns heißt er ja Seehass in Konstanz, da wo ich wohne. Hahaha. Ha, ha. Aber den finde ich schöner wie den Seehass. Hm. Ja, den finde ich wirklich schöner. Ja, oh. Noch ein Bahnhof, dann machen wir Schluss. Ha, da kam uns einer entgegen. Hahaha. Ha, ha. Cruise Mode, aber wirklich bei 50, bei 500 Meter, da bremsen wir. Das müssen wir machen. Ich habe Angst, dass es dann durchrauscht. Oh. Sechtem Bahnsteig 1. Wir bremsen bei 50. Bei 50. Ein Kilometer. Ich sollte bremsen. Nein, nur bei 50. Erst bei 50. Erst bei 50. Jetzt aber 50%. Das wird nix. Das wird nichts. Oder? Ja. Wie ihr seht, das wird nichts. Oder vielleicht schon. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Und sogar richtig gut. Türen auf. Dann gucken wir uns in Sechtem mal um, wenn ich es richtig ausspreche. Wir gehen in den Lokführerstand. Drücken 8 und dann... Oh mein Gott, wie hässlich. Wie hässlich. So ist doch viel schöner, oder? Da. Dann gucken wir uns hier auch noch mal schnell um. Oh, was ein süßes kleines Dörflein. Ah, die haben wieder diese stylischen Hecken. Ach, die gefallen mir hier am besten. Ah, sieht aus wie so ein Grastunnel. Ja. Hoah. So, dann würde ich sagen, beenden wir auch unsere Reise hier mit dem Stadler GTW von Chris Trains. Wenn euch es gefallen hat, dann guckt meine anderen Videos an und lasst mir ein Abo da. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal.